Herzlich willkommen zum nächsten Video. In diesem Video werden wir uns mit den Grundlagen der Komponente Materialwirtschaft in SAP ERP beschäftigen. Wie auch in der Komponente Vertrieb werden wir mehrere Videos benötigen, um verschiedene Details der Komponenten zu beleuchten. In diesem ersten Video werden wir nun die Organisations- und Stammdaten sowie den Prozess, den Global Bike im Bereich Materialwirtschaft durchführt, analysieren. Den Einstieg in die Komponente machen wir wieder anhand eines BPMN-Prozesses. Den BPMN-Prozess, um den es geht, sehen Sie hier. Das ist der Prozess, den Global Bike verwendet, um Materialien zu beschaffen. Insbesondere ist das auch genau der Prozess, den Sie später im Praktikum durchführen werden, im Rahmen der Fallstudie. So, aus welchen Schritten besteht dieser Prozess? Der Prozess startet, indem festgestellt wird, dass ein Materialbedarf besteht. Das betrifft verschiedenste Materialien, das kann Handelswaren betreffen, aber auch Rohstoffe, die für die Produktion notwendig sind. Falls so ein Bedarf besteht, wird als erstes eine sogenannte Bestellanforderung, die hier mit BANF abgekürzt ist, erstellt. Die Aufgabe der Bestellanforderung ist es, die Informationen über Bedarfe, die beschafft werden müssen, über die Module zu transportieren. Also so eine Bestellanforderung kann aus verschiedensten Prozessen ausgelöst werden. Das kann zum Beispiel aus dem Produktionsprozess sein. Der Produktionsprozess kann einen Bedarf an einem Rohstoff erzeugen oder auch aus dem Kundenauftragsprozess. Der Kundenauftragsprozess kann einen Bedarf zum Beispiel an einer Handelsware erzeugen. Die Bestellanforderung stellt also die Information dar, dass ein Bedarf vorhanden ist, der gedeckt werden muss. Im Rahmen des Praktikums werden Sie die Bestellanforderung einfach manuell erstellen. Sobald eine Bestellanforderung vorhanden ist, ist der nächste Schritt die Auswahl der Lieferanten. Zur Auswahl des Lieferanten gibt es in SAP ERP verschiedene Varianten. Wir werden im Rahmen der Vorlesung zu den Details der Komponente MM auch noch weitere Varianten kennenlernen. Die Variante, die hier durchgeführt wird, ist das Einholen von Angeboten von verschiedenen Lieferanten und die Lieferantenauswahl basierend auf diesen Angeboten. Also der nächste Schritt ist das Einholen von Angeboten und basierend auf diesen Angeboten erfolgt eine Auswahl des Lieferanten. Dieser Auswahlprozess, der hier durchgeführt wird, ist recht aufwendig. Den würden wir im Normalfall nur durchführen, wenn kein Lieferant für ein Material bekannt ist. Aber darauf werden wir in den Details der Komponente noch weiter eingehen. Nachdem ein Lieferant ausgewählt ist, wird eine Bestellung aufgegeben. Die Bestellung wird an den Lieferanten versendet. Der Lieferant wird irgendwann die bestellten Waren liefern. Sobald die Waren geliefert werden, wird ein Wareneingang gebucht. Nach der Buchung des Wareneingangs erfolgt die Rechnungsprüfung. Und nachdem die Rechnung geprüft wurde, schlussendlich die Bezahlung der Rechnung. Der Prozess ist damit abgeschlossen, die bestellten Materialien sind erhalten und wurden bezahlt. Als nächstes analysieren wir jetzt, welche Organisations-, Stamm- und Bewegungsdaten in der Komponente MM relevant sind. In Bezug auf die Organisationsdaten kommt jetzt gar nicht mehr viel Neues hinzu. Die meisten Organisationsdaten haben wir schon kennengelernt in der Komponente Vertrieb. Auch in der Komponente Materialwirtschaft ist wieder der Mandant als übergeordnete Organisationseinheit. Die Buchungskreise, die eine abgeschlossene Buchhaltung darstellen und in dem Beispielsystem die beiden Tochterunternehmen Global Bike Germany und Global Bike in den USA darstellen. Die Werke, die Standorte des Unternehmens sowie Lagerorte relevant. Hinzu kommen noch zwei neue Organisationseinheiten, die sich direkt auf den Einkauf beziehen. Das ist zum einen die Einkaufsorganisation. Eine Einkaufsorganisation wird dafür verantwortlich sein, den Einkauf für ein Werk oder auch einen Buchungskreis oder sogar global zu organisieren. Und innerhalb der Einkaufsorganisation gibt es nochmal Einkäufergruppen, die
ja, für bestimmte Materialien zum Beispiel im Einkauf zuständig sind. Also die Organisationsdaten haben wir weitestgehend schon gesehen. Was ist an Stammdaten relevant? Ganz klar ist, es geht um das Modul Materialwirtschaft. Somit wird auf jeden Fall auch das Stammdatum Material relevant sein. Das Material ist ein sehr zentrales Stammdatum. Das werden wir in jeder Komponente wieder sehen. Außerdem brauchen wir Lieferanten, die uns diese Materialien liefern. Also wird das Stammdatum Lieferant oder Kreditor relevant werden. Des Weiteren gibt es noch zwei Stammdaten, die wir auch im Vertrieb schon gesehen haben. Das sind die Konditionen und Nachrichten. Konditionen werden in diesem Fall Einkaufskonditionen sein. Nachrichten sind die Nachrichten, die mit den Lieferanten ausgetauscht werden. Diese Stammdaten sind relativ offensichtlich. Hinzu kommt noch ein weiteres Stammdatum, das notwendig ist im Rahmen der Lieferantenauswahl. Das ist der sogenannte Einkaufsinfosatz. Den Einkaufsinfosatz habe ich hier in dem Miro-Board mit Absicht über den Lieferanten und Materialien platziert. Der Einkaufsinfosatz, werden wir sehen, stellt die Verbindung zwischen einem Lieferanten und einem Material her und wird im Rahmen der Lieferantenauswahl verwendet. Damit fehlen jetzt noch die Bewegungsdaten in unserer Übersicht. Welche Bewegungsdaten gibt es in der Komponente Materialwirtschaft? Eine Reihe davon haben wir im Rahmen des Prozesses schon erwähnt. Es gibt zum Beispiel den Bedarf, der schlussendlich dafür verantwortlich ist, dass der Einkaufsprozess ausgelöst wird. Es gibt die Bestellanforderung, abgekürzt BANF, die den Bedarf durch die Komponenten transportiert und somit auch eines der zentralen Dokumente, die den Einkaufsprozess auslösen darstellt. Es gibt Angebote. Es ist jetzt schwierig, mit dem Begriff Angebot zwischen einem Lieferanten und einem Kundenangebot zu unterscheiden. In der englischen Sprache ist das etwas einfacher. Da hat man die Unterscheidung zwischen einer Sales und einer Purchase Order. Im Allgemeinen ist es aus dem Kontext auch klar, von was wir reden. Ich habe jetzt hier auch nochmal in Klammern dazugefügt Lieferantenangebot. Also es geht jetzt um ein Lieferantenangebot. Sie werden sehen, das ist ein anderes Bewegungsdatum als das Angebot, das wir im Kundenauftragsprozess in der Komponente SD angelegt haben. Außer dem Lieferantenangebot gibt es natürlich auch die Lieferantenbestellung und dazu irgendwann eine Lieferantenrechnung. Was jetzt noch fehlt, was wir auch im Rahmen dieses Prozesses, dieses Prozessmodells noch nicht besprochen haben, ist ein Bewegungsdatum, das wir jetzt uns detaillierter analysieren werden in der Komponente MM. Das ist der Materialbeleg. Der Materialbeleg ist das Bewegungsdatum, mit dem festgehalten wird, dass eine Materialbewegung erfolgt ist. Und eine Materialbewegung, werden wir sehen, erfolgt an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch beim Buchen des Wareneingangs. Das Buchen des Wareneingangs wird einen Materialbeleg erzeugen und darauf werden wir später noch eingehen. Dieser Materialbeleg wird gleichzeitig auch wieder eine Buchung im Finanzwesen auslösen. Damit haben wir jetzt uns einen Überblick verschafft über den Prozess, den Sie im Praktikum durchführen werden und über die Organisationsstamm- und Bewegungsdaten, die es in der Komponente Materialwirtschaft gibt. Bevor wir jetzt die Organisations- und Stammdaten uns in diesem Video im Detail angucken, noch einen Überblick darüber, welche Funktionen die Komponente Materialwirtschaft zur Verfügung stellt. Die Hauptfunktion der Komponente Materialwirtschaft ist die Abbildung des Einkaufsprozesses, der Einkaufsabwicklung oder englisch Procurement-to-Pay-Prozess. Alles das, was mit der Einkaufsabwicklung zusammenhängt, sehen Sie in der Grafik hier dargestellt. Das fängt an mit den Stammdaten für das Material, Lieferanten und Konditionen, die gepflegt werden müssen. Das geht weiter über
Bedarfsplanung für Materialien, die Bestellanforderungen und die Lieferantenauswahl. Und auch diese Schritte haben wir schon gesehen, beinhaltet natürlich auch die Bestellung, die Rechnungsprüfung und die Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus bietet die Komponente Materialwirtschaft Funktionen, um Warenbewegungen abzubilden. Also es gibt zum Beispiel Funktionen für Wareneingänge, es gibt Funktionen für Umlagerungen innerhalb des Werkes oder auch Funktionen, um Sperrbestände zu definieren, also Bestände, die gesperrt sind, nicht für zum Beispiel den Verkauf zur Verfügung stehen. Und den dritten Teil bieten Funktionen zur Warenbewertung. Da gibt es die Bestandsführung, Materialbewertung und Inventur. Von diesen werden wir uns nur die ersten beiden, die Bestandsführung und die Materialbewertung, anschauen. Die Inventur lassen wir im Rahmen dieser Vorlesung außen vor. Damit haben wir uns jetzt den Überblick über die Komponente Materialwirtschaft verschafft und werden jetzt im nächsten Schritt uns im Detail die verschiedenen Organisationsdaten anschauen. Im Bereich Organisationsdaten ist das meiste schon bekannt. Wie wir in der Komponente Vertrieb schon gesehen haben, ist die oberste Ebene der Organisationsdaten der Mandant. Der Mandant bildet in unserem Fall den Konzern Global Bike ab. Unterhalb des Mandanten gibt es eine Reihe von Buchungskreisen. Auf Ebene des Buchungskreises haben Sie gesehen, haben wir gelernt, gibt es eine abgeschlossene Buchhaltung. In unserem Beispielsystem gibt es zwei Buchungskreise, nämlich Global Bike Incorporated, das ist der Buchungskreis US00, und den Buchungskreis DE, der eben das Tochterunternehmen Global Bike Germany abbildet. Weiterhin gibt es verschiedene Standorte. Standorte sind in der Organisationsstruktur als Werke dargestellt. Diese Werke können verschiedene Rollen haben. Wir haben zum Beispiel Distributionswerke wie das Werk in Hamburg, Miami oder San Diego und eben auch Produktionswerke wie zum Beispiel das Werk in Dallas und in Heidelberg. Zu jedem Werk gibt es eine Reihe von Lagerorten. An den Lagerorten werden die Materialien gelagert. Wir sehen hier, dass es zum Beispiel in Hamburg Handelswaren, Fertigerzeugnisse und Lagerorte für Sonstige gibt. Auf der rechten Seite in diesem Bild habe ich Ihnen jetzt auch nochmal einen Screenshot aus dem Customizing, also den Grundeinstellungen des ERP-Systems mitgebracht. Und man sieht hier eben, welche Lagerorte für das Werk HD00 bzw. für das Werk HH00 gepflegt sind. HD00 steht für das Werk in Heidelberg, HH00 ist das Werk in Hamburg. Und Sie sehen, dass für das Werk in Heidelberg 5 Lagerorte, nämlich Finished Goods, Miscellaneous, Returns, Raw Materials und Semi-Finished Goods gepflegt ist. Für das Werk in Hamburg sind es Finished Goods, Miscellaneous, Returns und Trading Goods. Was Sie hier auch erkennen, ist, dass diese Lagerorte immer die gleichen technischen Kürzel haben. Der Lagerort Finished Goods hat sowohl in Hamburg als auch in Heidelberg das Kürzel FG00. So, und an dieser Stelle nochmal zur Verdeutlichung würde ich jetzt in unsere Grafik auch nochmal annotieren, wie das technische Kürzel der verschiedenen Lagerorte in den einzelnen Standorten ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Heidelberg angucken, da ist das technische Kürzel für die Rohstoffe Raw Materials, RM00. Die Halbfabrikate ist SF00. Und die Fertigerzeugnisse haben das technische Kürzel FG00. Wenn wir auf das Werk in Hamburg gucken, dort gibt es eben nur Handelswaren, TG00, und Fertigerzeugnisse, FG00. Ja, und auch hier erkennt man jetzt wieder, dass das technische Kürzel hier und hier das gleiche ist. Jedoch handelt es sich dabei um unterschiedliche Lagerorte. Ja, die Lagerorte sind jeweils einem Werk zugeordnet und wir werden sehen, die Bestandsführung erfolgt auf Ebene der Werke und somit gibt es eben in dem
Lagerort Finished Goods in Heidelberg einen anderen Bestand als in dem Lagerort Finished Goods FG00 in Hamburg. Insbesondere sind das unterschiedliche Lagerorte. Das sind die Organisationsdaten, die Sie schon kennengelernt haben. Die haben wir alle schon im Rahmen der Komponente Vertrieb gesehen. Was jetzt noch hinzukommt an Organisationsdaten sind die Einkaufsorganisation und die Einkäufergruppe. Diese sind in folgender Grafik dargestellt. Was die Grafik zeigt, ist, dass wir auch hier wieder die obersten Ebenen der Organisationsstruktur sehen. Wir sehen den Mandanten, den Buchungskreis und das Werk. Jedoch ist jetzt nicht mehr der Lagerort abgebildet, weil Einkäufergruppe und Einkaufsorganisation sich nicht auf Lagerorte beziehen, sondern eben nur auf Werke. Was diese Grafik versucht darzustellen, ist, dass eine Einkaufsorganisation entweder zentral agieren kann für den kompletten Konzern oder dass es eben Einkaufsorganisationen für einen Buchungskreis geben kann oder sogar Einkaufsorganisationen für ein Werk. Welche Einkaufsorganisationen in dem SAP-System abgebildet sind, hängt davon ab, wie das Unternehmen im Einkauf organisiert ist. Unser Beispiel Unternehmen Global Bike ist so organisiert, dass es eine Einkaufsorganisation für Deutschland gibt und eine Einkaufsorganisation für USA. Es gibt auch eine zentrale Einkaufsorganisation, diese ist jedoch in dem SAP-System nicht abgebildet. Zu den Einkaufsorganisationen sind jeweils noch Einkäufergruppen zugeordnet. Hiermit könnte man die Einkaufsorganisation nochmal weiter unterteilen. In unserem Beispielunternehmen ist das nicht gemacht. Wir haben eben genau eine Einkäufergruppe für Europa, die der Einkaufsorganisation DE zugeordnet ist, und eine Einkäufergruppe Nordamerika, die der Einkaufsorganisation US zugeordnet ist. Auf weitere Details der Organisationsdaten möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Alles das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, finden Sie auch nochmal in den Folien zusammengefasst. Aber wie gesagt, es kommt nicht mehr so viel Neues hinzu. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.